Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde der ARMS Global Test Punch. So, bin ich schon mal gespannt, wie es diesmal ablaufen wird, ob sich irgendwas daran geändert hat oder halt noch nicht. Und ja, diesmal mit Facecam am Start. Und ja, mal schauen, wie das Ganze wird. Ich bin schon locker vorbereitet. Ich kann auch nur mit der Bewegungssteuerung und sonst was. Was ich noch erwähnen will, bevor es losgeht. Ich habe im letzten Mario Kart 8 Deluxe Part, also der fünfte, dass ich was vorproduziert habe. Allerdings habe ich das alles komplett runtergenommen, weil, ich weiß nicht, wenn sich jetzt nichts Großartiges verändert wie bei der ersten Runde, dann dachte ich mir nichts Böses bei, hab die runtergenommen und ja. Ich weiß, es ist dämlich, aber ja, wenn es schon komplett zurückgesetzt wurde, dann können wir auch gerne so normal anfangen, wie sonst auch. Und falls sich dann doch irgendwas geändert hat, dann habe ich halt Pech gehabt. Beziehungsweise auch ihr, aber ihr habt sowieso auch schon alle gezockt und so. Also, naja, passt schon so. Dann würde ich sagen, let's go mit den Grundlagen und los geht's. Ein bisschen warten, aber ich glaube, es müsste trotzdem anfangen. Okay, perfekt. Ja. Aber bei Twin Teller war gar nicht dabei. Fällt mir gerade ein. Fällt mir gerade so auf, ne? Ja, ist schön. Also privat hab. Nee. Ach, ich glaube. Nee, hab ich ja noch gar nicht. Ich bin ja dumm. Wir fangen auf jeden Fall mit dem Main Character an, der auch aus dem Cover zu sehen ist und generell so als Maskottchen oder so, kann man so sagen. Ja, mal schauen. Aber jo, let's go mit den Grundlagen. Hoffentlich ist auch alles okay, dass man mich auch gut verstehen kann und so. Das halt die Arms, die Joy-Con-Controller so, dass die Daumen nach oben zeigen. Ja, sieht aber ein bisschen komisch aus, wenn man das so machen würde. Naja, gut, okay, dann machen wir das so. Ja, trotzdem muss ich ein kleines bisschen aufpassen, dass ich das Mikro irgendwie nicht umkippe, aber egal, machen wir schon, passt schon so. Willkommen bei ARMS! Beginnen wir mit den Grundlagen. Drücke L und R, also gleichzeitig. Das machen wir. Perfekt. Zum Bewegen, Neigen, alles klar. Soweit alles easy. Was kommt noch alles dazu? Sprinten mit L. Ja, läuft auf jeden Fall. Springen mit R. Ja, ich habe ja die erste Runde ja schon privat gezockt. Also müsste es eigentlich noch recht gut gehen. Na, sogar eigentlich ziemlich gut. Dreh die Hand, um deine Schläge zu lenken. Ja. Sieht wahrscheinlich in der Facecam ein bisschen doof aus. Hole beidhändig aus, um den Gegner zu greifen, ja. Das machen viele, ey. Das machen viele, das geht mir da schon übelst auf den Nerven. Aber gut. Deckung. Ecke die Joy-Con aneinander zu. Yeah. Aber trotzdem kriegt man noch was ab, aber halt wenig. Wenigstens. Drücke ZL oder ZR, um einen Spezialangriff zu starten. Und dann schlage zu, so oft du kannst. Ja. Wie Button Smashing. Nur mit Bewegungssteuerung. Bereit? Dann lass uns einen richtigen Kampf versuchen. Drücke L und R. Perfekt. Aber mal schauen, ob das dann beim. Während des Aufnehmens doch ein kleines bisschen leiser wird. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen lauter ist. Mal schauen. Müsste ich dann bei der Aufnahme nachschauen, ob das dann etwas leiser gemacht wurde. Ja, haben wir hier ein paar zur Auswahl. So perfekte Kombinationen sind bei mir eigentlich dieser Toaster und die, wie heißt das, Trident. Ja. Machen wir erstmal normal. Starten. Oder wobei, nee, hier diese Kombination. Aber ich finde die voll cool und ja, let's go. Wir haben hier als Gegner, es ist zwar nur ein Botkampf, Min Min. Ich finde den Charakter auch ziemlich cool. Aber mit den, ich weiß gerade nicht so genau. Auf jeden Fall, was aussieht, sieht wie so ein Drache. Mir fallen gerade der Name nicht ein. Von den ARMS. Okay, da wurde ich jetzt ein bisschen gehittet, aber keine Sorge. Wir können ja auch so aufladen. Also die ARMS auch so aufladen. Und beim Sprinten sogar auch noch. Na komm, nicht die ganze Zeit springen. Nochmal greifen und wenig phrasen.
Okay, die Hälfte hat sie schon mal. Na komm, krieg mal hin. Ist nur ein Botkampf, so schwer ist es nicht. Aber ich habe oft gemerkt, dass meistens nur gegriffen wird. Es ist echt so, aber es ist auch übelst nervig. Aber naja, gut. So, die erste Runde haben wir schon. Perfekt. Hoffentlich kann man mich auch sehen, weil bis jetzt läuft es auch so flüssig mit der Cam und so, weil während des Tages geht's wenigstens, wie jetzt gerade. Aber irgendwie so während der Nacht oder so ist so voll irgendwie, keine Ahnung, ist nicht so ganz flüssig. Aber, naja, okay, gut. Belassen wir es so dabei, oder? Ah, komm, lass mal so. Passt schon so. Komm, jetzt hat sie sogar zweimal die. Aber mir fallen die Arme wirklich gerade nicht ein. Das ist ziemlich bitter. Dass sie mich doch getroffen hat, ne? Ich habe eigentlich nicht gleichzeitig bewegt, aber okay. Und Spezialangriff. Perfekt. So muss das sein. Da muss ich aber auch selber zugestehen, dass ich das Greifen eigentlich auch übelst oft mache. Ich weiß, es ist ein bisschen dämlich wahrscheinlich, aber juckt mich nicht. Okay. Da hat sie mich nicht jetzt gegriffen. Aber es passt schon so. Na komm schon. Ja, verdammt. Ein bisschen blocken. Ha. Und jetzt greifen. Ah, ein bisschen Schaden hat sie noch. Mache ich eine Spezi. Ich werde sie abblocken. Na okay, dann greife ich halt zu. Mein Gott, dann haben wir es erledigt. Ja, war halt ein Botkampf, weil es so schwer ist, ist eigentlich auch nicht. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob sie das gleich gehalten haben. Jetzt beim Online, also in der zweiten Runde. Und ja. Ich habe auch keine Ahnung, wofür diese Coins sind, ob man die dann auch später dann, wenn dann das Spiel erscheint, am 16. Juni übrigens, ob man damit irgendwas freischalten kann oder so, das weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich online kämpfen können. Und wir nehmen, wir haben ja jetzt sowieso gerade hier den großen Springman ausgewählt. Dann nehmen wir erstmal, ne, ich nehme den, ich finde ihn voll cool. Das ist sogar der einzigste, der sein, seine KP-Anzahl quasi nochmal vergrößern kann. Beziehungsweise er kann sich im Heilen im defensiven Modus. Das finde ich voll cool. So, wir haben mega tolle Auswahl. Ich nehme die, also die Kombination geht eigentlich. So, also um es euch zu demonstrieren hier. Er kann sich während der leichten Defensive aufladen und das finde ich sogar voll cool. Es sind zwar nur 10 plus und ist auch recht wenig. Aber es ist wenigstens etwas. Na komm schon. Das war nicht gut, das war nicht gut. Na komm schon. Passt. Er macht wenigstens guten Schaden. Das ist wenigstens auch sehr schön. Aha. Hätte ich blocken sollen. Aha. Kann man ein bisschen heilen wahrscheinlich, wenn es was bringt. Okay. Die Anzeige haben wir schon mal voll. Und los geht's. Na, versucht auszuweichen, ha? Okay, das war sogar eine gute Taktik. Okay, naja. Dafür kriege ich wieder einen auf die Phrasen. Das ist nicht gut. Ah. Nein, hätte ich jetzt blocken sollen. Das war jetzt richtig dämlich. Okay. Okay. Habe ich jetzt richtig kassiert, das Wort. Naja. Verdammt, verdammt. Okay, nee. Verdammt. Das war scheiße. Das war richtig mies. Aber gut, der Sieg seid ihr an dieser Stelle gegönnt. Auf jeden Fall kann man auch von den jeweiligen Charakteren noch unterschiedlichen Farben wechseln. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich glaube, mit irgendeiner Tastenkombination irgendwie mit einem L-Knopf und R-Knopf oder so. Aber so richtig weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Wir nehmen einen anderen Kämpfer. Wir können ja mal Twin Teller ausprobieren. Gerne wieder. Jetzt haben wir ein paar mehr am Start.
Die gab es auf jeden Fall in der ersten Runde nicht. Das weiß ich auf jeden Fall. Twin Teller ist er jetzt, ist auf jeden Fall mal dazu gekommen. Okay, dann haben wir einen Battle Mode 2 gegen 2. Ich habe gerade gesehen, Basketball. Oh, dann ist das wahrscheinlich neu in der zweiten Runde. In der ersten Runde gab es nur Volleyball. Und das habe ich so gehasst. Ich kann damit nicht umgehen, irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das so scheiße. Aber gut, mal hier mit Twin Teller ausprobieren. Die einzigen, die nicht ihre Arme benutzt, sondern ihre Haare als Arms. Warum auch immer, aber okay. Ja, wie man sieht, es wird nur gegriffen. Das ist das Einzige, was sie sich überhaupt nicht leiden kann. Das ist so wirklich zum Kotzen. Oh, das kriegt man schon hin. Na, komm schon. Ja, danke dafür. Na, komm. So muss das laufen. Ja, ja, genau. Immer kassiere ich nur, so habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich. Wenn man auch oft zuschlägt oder generell auch die Joy-Cons so ein bisschen mit sich herumwedelt, dann kann man nämlich dann die Spezi ausführen. Na komm, oh Mann. Das darf nicht wahr sein. Ey, komm, was ist denn das? Ja, genau, Betrug. Ah, vielleicht schaffe ich es noch. Wird arschknapp. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Das war auch. Das darf nicht wahr sein. Nein! Betrug! 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 Was? Nee. 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 Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Alles klar. Natürlich. Natürlich. Ja. Das darf nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Mein Gott. Okay, brauchen wir nochmal mit denen. Ich finde ihn eigentlich voll korrekt. Zwar sind seine Arms zwar sehr recht langsam. Aber dafür kann er sehr gut austeilen. Und auf sehr viel einstecken. Wir nehmen einfach zweimal die Megatonne. So. Mechaniker oder wie auch immer. Aber ich glaube ja. Ich habe es nicht falsch ausgesprochen. Denke ich mal. Lass mal ein bisschen was aufladen. Boah. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Ja, nix ist. Kannst du schön vergessen. Na, Mann. Ja, hallo. Ist ja mal gut. Verdammt, Mann. Ja, ja. Mhm, genau. Ich bin zwar ausgewichen seitlich, aber das ist ja, ne. Ja, man merkt, es wird nur gegriffen. Es wird nur gegriffen. Ja, genau. Betrug, Betrug ist ja gut. Mein Gott. Ach Mann, was ist denn das für Mist hier? Der hat doch nicht mal Schaden genommen, nur so ein bisschen. Ja, ich drück die ganze Zeit an meinen beschissenen Knopf, um auch auszuweichen, aber nö, es will wahrscheinlich nicht. Was für ein Betrug, Mann. Ey, nee. Es ist unterste Sau. Ja, komm, freu dich, mach mal einfach weiter, das Müll ist so, ey, nee. Nee. Aber ich muss wenigstens sagen, ob das dann sogar schon die neuen Server sind oder nicht, keine Ahnung, aber möglich wär's. Weil bis jetzt hatte ich noch kein. Ein Schwarz ist wahrscheinlich auch ein neuer Modus. Hat man auf jeden Fall beim Intro gesehen, wo dann der Einspieler kommt. Aber gut, okay. Soll auch ganz nice sein. Okay, da benutze ich jetzt diesmal auch nochmal die oder wobei. Feuermatik. Ne, ich bleib bei dem Megaton, aber wechsel zum Feuersegler. Mal schauen. Mann, lass mich wenigstens einmal gewinnen. Oh Mann, genau das meine ich. Es wird häufig irgendwie nur, keine Ahnung. Ja, darf ich auch mal blocken oder so? Dass ich fast sogar gar nichts kommt. Ja, genau. Ja, genau. Ey, da, genau das meine ich. Es ist so ein Mist.
komm, ich hab schon da keinen Bock mehr, weil man hier nur verarscht wird. Weil noch dreister hatte ich sogar noch so also, um auf Punkt zu kommen, ich hatte es noch schlimmer. Das war noch harmlos. Ich hatte es auch mal so schlimm, dass ich fast gar nichts machen konnte und mein Gegner mich die ganze Zeit nur noch gegrabt hat, dass ich auf dem Boden lag und genau auf der Sekunde, wo ich wieder mit beiden Beinen schon hatte, wieder zugegriffen, also dass ich wirklich gar nichts machen konnte. Und das ist sowas von Scheiße. Wirklich. Es ist einfach nur Scheiße. Deswegen, nee, das ist einfach nur Mist. Aber gut. Jetzt will ich aber bei einem anderen hier, bevor man wieder hier, ja, gute Frage. Nein, ach Mann! Gegen Headlock? Wer ist denn das? Okay. Irgend so ein Typ. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber okay. Okay. Lassen wir jetzt so dabei. Auf geht's gegen diesen Boss. Irgendwie. Ja, genau. So ein Drecksviech, ey. In der Zeit werde ich mich mal ein bisschen heilen. Boah, das darf nicht wahr sein. Ja, ich gehe oft in die Defensive, man merkt's. Boah, man merkt aber übel das Vibrieren bei den Joy-Cons. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber... Dann hat es übelst gleich. Alter, der geht ja übelst ab, Mann. Was ist los bei dem, Mann, Junge? Bist du bekloppt oder was? Ja, genau, wahrscheinlich. Alles klar, Mann. Ey, der hat sie nicht mal alle, ne? Achso, ich bin noch ein bisschen am Leben, aber. Pff, juckt mich sowieso nicht, wenn ich dann auf der KO gehe, also. Level 5, wahrscheinlich. Was ist denn das für ein Viech, Alter? Hä? Als wäre das irgend so ein. Komische Gestalt, denn in anderen Charakteren so, naja, die Gehirne manipulieren, nur mit, naja, ihr wisst, was ich meine, ich bin gerade wieder komplett durch, also, der Tag ist schon für mich schon ein kleines bisschen am Laufen, aber naja, können es noch der eine schaffen, aber so wie es aussieht nicht. Naja, gut, okay. Freu dich. Juckt kein. Gut, jetzt aber, meine Güte. Ich nehme einfach mal den. Ja. So, dann warten wir noch mal ein bisschen. Mal schauen, Dreierkampf oder nicht. Also so mal so ein Boss-Dings da wahrscheinlich. Hätten auch keine Dreier gemacht. Nö, überhaupt nicht. Nö, jetzt bestehe ich als Einzelgänger da und muss nochmal warten. Jo, wahrscheinlich. Naja gut, ja, dann warten wir halt nochmal das bisschen. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis. Na, wobei hier. Ah, jetzt haben wir schon mal einen. Ich kann ja mal. Ja, die Min-Min ausprobieren. Jetzt habe ich vergessen. Mann. Naja, gut. Egal. Werden wir gleich sehen, wie hießen die? Laser-Lindwurm, genau. Megawatt und dann noch Feuerarm. Ich werde die mal ausprobieren. Ach so, auch noch mal Hattrick-Kampf. Ja, genau, wahrscheinlich. Sogar. Wird ein bisschen enger. Das kann ja was werden. Darf nicht wahr sein, ne? Das ist ja fast immer jeden Scheiß abblocken, aber da hatte ich sogar kurz Glück gehabt. Let's go Level 4. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Wenn die Teamkameraden mitspielen. Gut mitspielen. Ja, ich versuche, aber ich meine, ich habe jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich hätte jetzt auch so ein bisschen in der Herstellung so meine Energieleiste ein bisschen zu voll zu machen. Irgendwie. Okay, gut, perfekt. Wo ist er? So, ja, ich bin noch doof.
Perfekt. Hat die anderen nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Alter. Ja, genau, wahrscheinlich. Nee, schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, genau, treff mich doch wahrscheinlich. Nee, schaffe ich nicht mehr. Komm, weg mit dem Kram. Nee, also heute kannst du es irgendwie komplett vergessen, ne? Überhaupt, ne? Nee. Ja, komm, ja, schön. Wir haben es verstanden. Na gut, ja, dann war's das schon mal. Und ja, euch noch viel Spaß. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, einen Daumen runter. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Social Media, wenn ihr Bock habt. Twitter und Instagram. In der Beschreibung verfügbar. Und auch in der Kanalinfo und ebenfalls auch bei der Endcard. Und ja, also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.